Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Goldenzahn, die dunkle Dämmerung. Wir sind hier wieder zurück in Passei und bevor wir die Schmiede aktivieren, ist hier natürlich eine Besprechung. Na Gott, ich wollte ja gerade was gucken, ist doch nicht wahr. Gut, dann aktivieren wir jetzt die Schmiede. Wir haben ja keine andere Wahl. Ein Abbild der Sonnenschmiede ist erkennbar. Der. Wir hätten vielleicht vorher Bescheid sagen sollen. Festungsmodus aktiviert? Ja, wenigstens fällt da jetzt keiner mehr runter. Ui, das ist hübsch. Das ist noch viel hübscher. Okay, wir wissen, wo wir als nächstes gehen. Den Berg wieder runter. Klasse. Was ist hier los? Was sorgt hier für eine solche Unruhe? Na, was wohl? Guten Tag. Oh, die Sonnenmaske. Ihr habt sie tatsächlich zurückgebracht. Haben wir doch gesagt. Habt ihr die Maske wirklich? Im Labyrinth gefunden? Ja, das haben wir, Baki. Es ist wahrlich unglaublich, wozu Matthew und seine Freunde in der Lage sind. Oh, Amity. Aha, ihr seid also das Kind, das unter dem Schutz von König Paltos steht. Ich grüße euch, Ältester von Passei. Und sei auch du gegrüßt, Baki. Wie schön, dich wiederzusehen. Was führt euch hierher? Ohne die Hilfe von Amity hätten wir die Maske niemals aus dem Ouroboros holen können. Da stehen wir wohl in Paltos Schuld. Hier steht in niemandes Schuld, Ältester. Also haben sich die Kinder der Krieger von Vel und Paltos Schützling verbündet, um Seite an Seite zu kämpfen. Interessant. Höchst interessant. Der Krieger von Vel. Ich meine, wie, ihr seid die Kinder der Krieger von Vel? Hatten wir das nicht gesagt? Wusstet ihr das nicht, Amity? Ich hatte keine Ahnung, wie dem auch sei. Ganz Passei ist euch zutiefst und dankbar verpflichtet, dass ihr uns die Maske zurückgebracht habt. Es war unglaublich. Die Erde um ganz Passei bebte. Erdwälle erhoben sich. Die Stadt wandelte sich zu einer Festung. Ich konnte nicht glauben, dass all dies das Werk unserer Alchemie-Schmiede gewesen sein soll. Nein, unsere Schmiede könnte solch ein Wunder nicht vollbringen. Dieses Wunder geschah durch unsere beiden Alchemie-Maschinen, die Quelle und die Schmiede, die zusammenarbeiten. Die gesamte Region von Ayei ist zu neuem Leben erwacht. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Doch nun müssen wir unsere Reise fortsetzen. Wir sollten uns zum Gipfel des Kirin-Gebirges begeben. Mein Junge, du hast doch nicht etwa deine Pflichten als Thronfolger Ayofeis abgelegt, nur mein Leben als Abenteurer zu führen?
Ich habe meine Verpflichtung gegenüber meinem Volk nicht vergessen. Aber es ist wahr, momentan folge ich Matthew. Kaum zu glauben, die Krieger von Vale reisen gemeinsam mit Amity durch die Lande. Wir sind nicht die Krieger von Vale. Und wir sind sehr froh, Amity an unserer Seite zu haben. Ach ja, die Jugend und ihre Träume. Stets auf der Suche nach Abenteuern. Als ich in eurem Alter war, verließen all meine Freunde Passai. Nur ich blieb zurück und wurde der Älteste. Es ist, als habe das Land nach und nach seine Lebenskraft verloren. Ach, wäre die Alchemie-Schmiede doch nur früher repariert worden. Aber was rede ich da? Ich will euch dafür danken, dass ihr, was ihr für Passai getan habt. Und ich will es nicht bei Worten des Dankes belassen, sondern euch gebührend belohnen. Wartet kurz hier, während ich unsere Schatzkammer für euch öffnen lasse. Yay! Wir dürfen sein Geschenk nicht ablehnen, denn das wäre unhöflich. Da gebe ich dir völlig recht. Passai besitzt nur wenig Wertvolles. Umso wichtiger ist ihnen deshalb ihre Ehre. Wenn ihr einen alten Mann nun entschuldigen würdet. Ach ja, eine Sache wäre da noch. Bevor ihr euch zum Schroffgipfel begebt, sprecht mit unseren Geschichtenerzählern. Sie verfügen über enormes Wissen. Ihr findet sie in unserem Versammlungssaal. Es gibt weder Geschenke noch Worte, die unserer Dankbarkeit euch gegenüber Ausdruck verleihen könnten. Und weg ist das Alterchen. Nächste Station Schroffgipfel? Na, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir treiben uns bereits viel zu lange im Süden herum. Wir müssen nach Norden. Und der Pfad über den Schroffgipfel ist der einzige Weg dorthin, der uns noch bleibt. Du sagtest, die Altvorderen überquerten das Tal über den Wolkenpfad, wenn ich mich nicht irre? Dann wollen wir uns mal auf den Weg zu diesem Wolkenpfad machen. Was sagst du dazu, Matthew? Klingt gut. Halt, stopp! So, wartet doch auf mich! Oh, haben wir den vergessen? Oh, man kann ja hoch. Nice. Hier kommen wir trotzdem nicht lang. Wir können das Teil nicht hochwachsen lassen, ne? Nein, aus irgendeinem Grund geht das nicht. Denn dann müssen wir eben über die andere Seite kommen. Das ist ja auch nicht das Problem. Ach, wir können hier einfach rüberlaufen. Schön, dass die Entwickler da mitgedacht haben. Und wups. So. Rüber. Hi. Es ist Siegel. Siegel, dieser Geist lebt in Passai und hat einen ausgeprägten Sinn für Ordnung. Er kann die Psy-Energie seiner Feinde blockieren. Leider benutzt nicht allzu viele Gegner Psy-Energie. Naja. Da können wir uns einfach hochwachsen lassen, mehr oder weniger. Und dann wären wir auch schon wieder zurück. Mit einer wesentlich fröhlicheren Musik. Achso, ja, wir müssen noch in die Schatzkammer. So viel zu tun. War die hier? Oh Gott, mit der Erlaubnis erteilt, euch einzulassen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr unsere Alchemie-Schmiede wieder zum Laufen gebracht habt. Ja, dann mach auch auf. Dankeschön. Oh Gott, ihr habt wirklich nicht viel. Eine harte Nuss. Und der Prophetenhut.
Und ein Fläschchen. Ja, mit einem hatte Amity recht. Viel habt ihr wirklich nicht. Ja, wer kann die denn am besten gebrauchen? Hier. Ach ja, wir haben ja noch den Gin. So. Mach mal dringend wieder Wasser-Gins. Keiner mag die. Also, offensichtlich. Ich meine, ich habe nichts gegen Wasser-Gins, aber was ich nicht an ihnen mag, ist, dass sie nicht da sind. Ich würde da gerne reingehen, wenn ich darf, aber nein. Ich dachte, ihr würdet es nicht rechtzeitig hier erschaffen. Ich würde es nicht rechtzeitig hier erschaffen, euch lebwohl zu sagen, aber was ist hier passiert? Sag du es uns! Das hier kann man ja nicht mal. Das kann man hier wohl kaum als Wolkenfall bezeichnen. Haben die Legenden etwa Unrecht? Die Alchemieschmiede wurde von uns wieder in Gang gesetzt. Ich meine, die Wolke hat uns zwar getragen, aber nur für eine Sekunde. Ach, so kommen wir nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich bin mir sicher, dass Bagi uns alles ihm Mögliche tut, um uns zu helfen. Wir sollten ihm nicht die Schuld geben. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Immerhin hat die Maschine eine Wolke erschaffen, auf der wir für kurze Zeit stehen konnten. Ihr habt recht. Aber etwas scheint noch zu fehlen. Definitiv. Die Wolke war viel zu weich. Neblig. Aber ja, das ist es. Die Wolken, die unsere Alchemie-Maschine produziert, sind viel zu weich und neblig. Um sie zu beschreiten, müsste sie irgendwie kühlen und fester machen. Die Antwort auf eure Frage findet sich so wie so oft in unseren Legenden. Alterchen? Bitte erzähl uns mehr, Alterchen. Bagi, du sollst mich doch nicht vor Fremden so nennen. Ihr habt von Legenden gesprochen. Worum geht es darin? Ich erinnere mich nur dunkel daran, an eine Geschichte über Eis. Ältester? Das Wissen der Geschichtenerzähler von Basel sollte uns die Antwort liefern. Es gibt eine Legende über einen eisblau leuchtenden Stein. Ein Stein? Das klingt durchaus interessant. Ich erinnere mich daran, dass wir bei der Alchemiequelle auch einen Stein benötigt haben, um sie umzukehren. Daraus schließe ich, dass wir auch für die Alchemieschmiede einen Energiestein brauchen. Alchemiequelle und Alchemieschmiede. Der Wüstenprinz und die Eiskönigin. Ja, das muss die Lösung sein. Der Wüstenprinz und die Eiskönigin. Wie romantisch. Die Eiskönigin befand sich einst hier in Passai, doch der Stein ging verloren. Er wurde gestohlen, um es genau zu sagen. War da nicht etwas mit einem Mönch, der mitgenommen hat? Amity, alles in Ordnung? Erimus, der Wüstenprinz, hat erneut zu mir gesprochen. Er sprach von einer Frau in einem Labyrinth, die sich vor der Welt versteckt. Was sagst du da, Amity? Er spricht von ihr als eine mächtige, aber auch gierige Frau, die mit ihrer Macht alte Ruinen auferstehen lässt. Ihr Name ist Kaimona und sie ist so kalt wie Eis. Dann müssen wir diese Frau finden, um unser Problem mit der Schmiede zu lösen. Und den Energiefluss der Schmiede umzukehren. Ja, das muss es sein. Nur, wo fangen wir mit unserer Suche an? Alte Ruinen, die wieder auferstehen. Hm? Aber natürlich, ich weiß, was damit gemeint ist. Hä? Herr Rapper! Das muss es sein, kein Zweifel. Seht ihr? Und schon sind wir wieder im Spiel. Ich verstehe nicht, wie habt ihr... Der Energiestein, den wir für die Alchemiequelle verwendeten, trug den Namen Wüstenprinz. Es klingt seltsam, aber Amity hört manchmal, wie dieser Wüstenprinz zu ihm spricht. Genau das ist eben passiert. Wir müssen dieses Wesen namens Erimus besiegen. Ich meine, wir mussten dieses Wesen namens Erimus besiegen, um an den Stein zu gelangen.
Vielleicht müssen wir nun erneut kämpfen. Ein Stein, der spricht? Ein Monster? Das klingt so unglaublich. Wir müssen jedenfalls diese Frau namens Kaimona finden und eventuell auch bekämpfen. Was warten wir dann noch? Suchen wir diese Kaimona. Unglaublich, dass all die alten Legenden tatsächlich wahr sind. Ach, Alterchen, so alt können die Legenden nicht sein. Reg dich nicht so auf. Gebt gut auf euch Acht. Dieser Stein, die Eiskönigin, war wunderschön, aber hat einen ganzen Pack auch Gefahren in sich. Wenn diese Kaimona dieselben Eigenschaften hat, müsst ihr auf der Hut sein. Magi! Du kannst ihr nicht helfen. Komm mit mir, ich bring dich nach Hause. Ja? Passt auf euch auf. Okay. Na. Was hier? Ja. Die Heldenchronik. Nummer 3. 2 und 1 haben wir leider verpasst. Die sind an Orten, an die wir nicht mehr zurück können. Aber dafür haben wir Teil 3. Felix und Alex, immer dicht auf den Fersen, fand sich die Gruppe inmitten eines stetig andauernden Abenteuers wieder. Wo immer Isaac und seine Freunde waren, schienen sie von Strudel des Schicksals mitgerissen zu werden. Doch welche Gefahren auch immer auf sie warteten, kein Hindernis war den Helden zu groß. Die Welt jedoch war überfüllt von Monstern. Unsere Helden vermuteten, dass der Merkeleuchtturm hinter der plötzlichen Veränderung stecken könnte. Sicher war jedoch, dass die Welt nicht mehr so war, wie sie vorher war. Die Kämpfe mit zahllosen Monstern hatten allerdings auch eine gute Seite. Mit jedem Kampf gewannen unsere Helden an Erfahrung und wurden stärker. Schließlich führte ihre Reise nach Tolbi, die größte Stadt Angaras. Von dort aus überquerten sie das Meer. Der Kontinent Gondwan wartete mit endlosen Wüstenlandschaften auf sie. Nach erneuten Anstrengungen erreichten sie letztlich die Stadt Lalivero. Der Venusleuchtturm war nun nicht mehr weit. Isaac, Garrett, Ivan und Mia waren zu erfahrenen und mächtigen Kriegern gereift. Doch einmal mehr kamen ihnen Alex und seine Gefolge zuvor. Der Venusleuchtturm war tief im Sand der Wüste verankert, barg noch mehr Geheimnisse als der Merkurleuchtturm. Der Weg zur Spitze war hart und voller Gefahren, doch letztlich schafften es die Helden ganz nach oben. Es war jedoch nicht Alex oder Felix, die sie auf der Spitze des Turms erwarteten. Vor ihnen standen zwei mächtige Krieger aus einem unbekannten Land. In einem dramatischen Endkampf gelang es Isaac und seinen Freunden zwar, die mysteriösen Krieger zu besiegen, doch das Feuer des Leuchtturms wurde entzündet und seine Kraft freigesetzt. Unter lauten Donnern fiel der Venusleuchtturm in sich zusammen. Man vermutet, dass die freigesetzte Kraft der Erde es war, die dies bewirkte. Auch Cosma, die Priesterin von Lalivero, und Jennas Bruder Felix waren vor Ort. Beide stürzten jedoch hinab ins Meer und verschwanden in den Wellen. Ja, da will man doch gleich den ersten Teil nochmal spielen. Ärgert mich ein bisschen, dass wir diese Teil 1 und Teil 2 verpasst haben. Wo wollten wir hin? Ach ja, gar nicht hier lang. Ach, dieses Spiel mobbt uns doch. So, denn die Fahrstuhl wieder runter. Weil es so viel Spaß macht. Gott, ich mach 3 Kreuze, wenn wir hier endlich durch sind. Dann wollen wir mal. Ich dachte zuerst, das wäre ein Barsch war. Und dann so, falsches Spiel.
Achso, ich... Da ist Harappa. Ui! Hier ist jetzt ja hübsch geworden. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht, aber wir gucken einfach mal. Tja, ich glaube, da fehlt uns Frost. Das heißt, ich glaube, ich bin mir absolut sicher, dass uns der Frost fehlt. Naja, wenigstens ist es jetzt wieder hübsch. Nicht? Willkommen in unserem neuen generalüberholten Harappa. Es ist fast so, als ob wir alle in der Zeit der weit vorderen zurückgereist wären. Die niemals existierte Mütterchen. Aber hübsch ist es hier jetzt. Und hier kommen wir jetzt wenigstens ohne Probleme lang. Erhöht den Wasserspiegel seit Dank. So. Die Ruin von Harappa. Ui, hier sind aber viele Wasserstrudel. Man sollte sich auch richtig dran vorbeischieben. Hübsch ist das hier. Da oben ist eine Truhe. Kommt von der anderen Seite, glaube ich, ran. Wow. Das erinnert mich ein bisschen an den Leuchtturm von Tundaria. Ich dachte gerade, wir kommen hier rüber auf der Karte, aber das ist ja ein höher. Auch die Musik erinnert mich so ein bisschen daran, wenn ich so daran denke. Ich frage mich, ob das eine Anspielung daran sein soll. Naja, da kommen wir eh erst mit Frost lang. Ist mehr was für den Rückweg. Aber wir müssen über die Pfütze rüber hoch einfrieren, dass wir da dann quasi dann drüber hoppen können. Autsch. Naja. Dann waren wir ja vorhin schon auf dem richtigen Weg. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Tja, ich glaube, von dieser Seite kommen wir nicht weit. Dann müssen wir schon von der anderen Seite ran. Ach, von hier kommen wir ja. Ich bin ja auch ein Esel. Hey, dieses Eisteil da im Hintergrund, das erinnert mich ein bisschen an den Ort, wo wir den Zinken bekommen haben bei den Meeresgöttern. Falls sich da jemand dran erinnert. Also die geschlossene Tür hätte man sich auch sparen können. Wuhu! Mehr ist hier nicht? Tja, mehr ist hier wirklich nicht. Wieder lang. Yay! Oh, das ist ein Thron. Da war ein Thron. Halt! Zurück! Und da geht's runter, aber da müssen wir von oben kommen. Oh, Glückstreffer. Wir müssen die ganzen Items auch mal benutzen. Oh, was haben wir hier? Ein Knochenband. Ein Knochenband. Bitteschön. Wer hat denn hier das geringste Glück? Du. Und nochmal die Verteilung anheben.
Jetzt können wir da lang. Yay. Oh. Wir müssen hier. Ach, da geht's runter. Beziehungsweise, das ist bestimmt der Rückweg, wenn man sich da von oben runterschützt von dem Eisweg. Sieht so aus. Geht's da runter? Nein, da geht's nur aufs Eis. So, dann hier rauf und dann darauf. Und dann sind wir hier. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Und ich sag wie immer, tsch.